Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Heute drehen wir eine Late-Night-Food-Tour durch Berlin und zeigen euch unsere Lieblingsspots, die wir nachts immer essen. Mit dabei, Burak Jackson Jr. Five in the Building. Ich bin wieder zurück. Late-Night-Food-Tour. Late-Night. Late-Night. Mit dabei, Hekim. Ist es bei euch auch so, dass abends alles immer besser schmeckt so? Ja. Ja, lieben wir. Mit dabei, Gags. Ja, nimm's denn. Unsere erste Station, Hamdi Baba in Tempelhof. Einer unserer Lieblingsdöner in ganz Berlin. Hallo, willkommen in der Hamdi Baba. Bitte schön. Hamdi Döner sehr sympathisch. Auf jeden Fall hängt ihr nächste Woche unser Bild. Neben Nihat Hatipoğlu. Hocam geliyoruz. Abi, nächste Woche sind wir da. War etwa 5 Jahre vor. Guckt euch mal diesen schönen Spieß an, meine Damen und Herren. Das ist typisch Berliner Dönerspieß. Hasan Abi. Efendi. Wie geht's? Gut. Welche Soße bitte? Bisschen Knoblauch. Bisschen scharf. Fleisch kommt auf den Döner. Hamdi Soße auf den Döner. Was passiert hier, meine Damen und Herren? Bisschen Rotkohl. Und bisschen Zwiebel. Immer rote Zwiebel. Wir haben immer rote Zwiebel. Ein bisschen Sumak. Und ein bisschen frische Zitrone natürlich. Bisschen frische Zitrone natürlich. Hasan Abi, du hast rasiert. Ja, Hamdi Döner. Unser Hamdi Döner ist bereit. Ein schöner Mitternachtssnack. Nachtssteak? Snack. Jonesy, genau hier? Genau da. Oi, mashallah. Ja, was denn? Einmal Hamdi, immer Hamdi. Genau hier? Genau da. Ich wollte auch einen essen. Ciao. Dieser Döner ist einer der besten 3 Döner für mich in ganz Berlin. Und das hat nichts mit der Uhrzeit zu tun. Wir kommen ja auch so jeden Tag frühstücken gefühlt. Nächste Woche Frühstückstour. Dann sind wir wieder hier. Hamdi Baba. Janimsen. Tschüss. Unsere nächste Station Pizza Primo am Mehringdamm. Wir sind genau zwischen Curry 36, da hinten, und zwischen Mustafas Gemüsekebab. Ich sag euch, eins der geilsten Mini-Pizzen in ganz Berlin mit Knoblauch-Schaföl. Das ist mein favorite Late-Night-Food-Spot. Late-Night. Mini-Pizza gehört zu jedem Mitternachtssnack. Abi, kolay gelsin. Sağ ol canım, hoş geldiniz. Unsere Mini-Pizza sind bereit, meine Damen und Herren. Und guckt euch mal diese Schönheit an. Gib mal direkt her, diese Pizza. Und ganz wichtig, diese Öle. Knoblauch und Schaföl, was machst du da, Burak? Oh mein Gott. Ihr dürft nicht sparen, was diese Öle angeht. Komm in einem Ofen und tu's, Wallah. Ganz wichtig, nicht vergessen. Jackson, guck mal, Jackson. Wow, wow, wow. Kommt der Barkeeper, amigo. Beste Getränke. Die Vitamine dürfen am Late Night auch nicht fehlen. Late Night. Netter Lack. Die Pizza schmeckt frisch, knackig, lecker. Das ist so. Nun, das hat er Hekim. Chatter, chatter. Der Klassiker Pizza mit Sucuk. Perfekt für die Nacht, perfekt für den Morgen. Perfekt für den Magen. Hör genau hin. Oh mein Gott, habt ihr diesen Crunch gehört? Pizza nachts am Mehringdamm ist der absolute Shit. Oh, da war doch der Crunch. Da war er doch. Ein bisschen Schaföl. Mit Champignons. Billig, macht satt, schmeckt gut. Links kommt ein bisschen der Dönergeruch, rechts ein bisschen Currygeruch. Was wollt ihr mehr? Eine große Pizza. Bis zur nächsten Station, weil da wartet Erdem auf uns. Welcher Erdem? Erdem. Der immer wieder weg. Was geht, Leute? Peace, Leute, hier ist Erdem, der immer wieder wegkommt. Janimsen. Ich habe auf euch gewartet. Ich zeige euch jetzt den besten Hähnchenspot in ganz Kreuzberg. Hühnerhaus 36 ist eine Legende in Kreuzberg. Hier ist der kleine Imbiss und dort drüben ist der große Laden. Unser halbes Hähnchen ist bereit und guckt euch mal diese schöne Farbe an, meine Damen und Herren. Knoblauchsoße, scharfe Soße. Wow. Es ist Erdem, der immer wieder wegrennt. Tauchları pişirmişim, Erdem'i de çarşıya göndermişim. Tavuklar pencerede, tavuk da pişer tencerede. Tavukları ben pişirmişim, size ne oluyor? Akşama geleceğim. Akşama geleceğim. Hacı baba evde mi? Anahtarlar pencerede, tavuk da pişer tencerede. Das geilste an einem halben Hähnchen ist die schöne Haut. Ohne viel Schnickschnack, ein halbes Hähnchen geht immer. Immer. Das ist Gags. Tavukları pişirmişim, acıyı da çarşıya göndermişim. Das Beste ist nicht die Haut, sondern die Brust. Schön fettarm, gut für unsere Figur. Weil wir ja nicht schon 170 Kilo wiegen, aber ist okay. Welche Figur? Wir müssen retten, was zu retten ist. Wir sagen, heute rollen wir durch die Straßen. Why is chicken so funny? Because...
Unsere nächste Station, Baran Döner. Hier gibt es meiner Meinung nach die besten Hotdogs. Late night. Alles gut, halten wir schon. Den Witz haben wir schon gemacht, Alter. Unsere Hotdogs sind breit, meine Damen und Herren, und guckt euch das mal an. Willst du von da beißen und ich von hier? Wir treffen uns in der Mitte. Guck dir das bitte mal angekommen. Notusana. Das ist der perfekte Mitternachtssnack. Game Changer. Erdem, der immer wieder abbeißt. Ein erfolgreicher Hotdog, wir rennen jetzt weg. Unsere nächste Station, der beste Araber in ganz Berlin, Al-Reda Grill. Und hier gibt's Chicken Sandwich. Und eine spezielle Soße. Die beste Soße. Und das, meine Damen und Herren, ist die beste Soße auf dieser Welt. Guck euch mal an. Er macht das Hähnchen auf Holzkohle. Und jetzt kommt das Highlight. Die scharfe Soße wird hier eingeführt. Für diesen Biss würde ich meinen kleinen Finger opfern. Wow. Eddie, gibt's denn auch ein Veggie? Wow, Erde, du hast alles gesprengt. Wow, Erde. Göks. Der Biss aller Göks. Ja, nimmsen. Sehr soft, sehr clean. Das mit Hähnchen? Tauchlare, bischere, bischem. Mit Scampi, wow. Scampi auf Holzkohlegrill ist der absolute Wahnsinn. Super Mitternachtssnack. Weil mich immer Leute fragen, warum immer Jones? Genau deswegen. Nur wegen dem Song und wegen Roy Jones heiße ich Jones. Jetzt hab ich's endlich gesagt. Und jetzt hat er dann... Ab zur nächsten Station, meine Damen und Herren. Unsere Foto geht weiter. Wir sind bei Charlayan und essen jetzt Sachtawa und essen den besten Kelepaccha in ganz Berlin. Oh. Wenn ihr nachts Hunger habt und nichts Schweres essen wollt, dann kommt her und isst ein Kelepaccha. Wenn ihr krank seid, wenn ihr irgendwas habt, ist Kelepaccha besser als jedes Antibiotikum. Wenn dein Bein gebrochen ist, wenn du Kopfschmerzen hast, komm und trink Kelepaccha. Niemals. Kommen wir zum Sachtawa. Den essen wir auf Empfehlung von Hekim. Ich habe ihn mir eine Zeit lang jede Nacht bestellt. Bulgur Pilau mit Sachtawa. Und Mädchen 2. Weltklasse. Also wenn du nachts um 3 Uhr was Besseres findest, schreib mir auf Instagram. Glück an live. Guck mal, dieses schöne Fleisch, Biber, Reis, Tomaten. Unsere Tour geht weiter. Unsere nächste Station, McDonald's. Und hier essen wir McSunday. McDonald's, badam, bam, bam, bam. Ich liebe es. Schoko. Nein, was für Schoko, Mann? Karamell? Nein, Schoko. Team Karamell oder Team Schoko? Schreib's in die Kommentare rein. Zwei Eis mit Karamell. Kennt ihr diese Sommertage nachts? Ihr seid draußen mit den Jungs, es ist warm, 30 Grad. Und ihr geht zu McDonald's und essen McSunday. Genau so ein Tag ist heute nicht, aber... Leider ist es kalt. Leider ist es kalt. Apfeltal... Digga, was war das? Digga, Digga, Mensch! Ich esse gerade! Digga, Mensch! Du isst! Und wo ist der Mensch? Auf jeden Fall ist die Apfeltasche von McDonald's der Gamechanger. Hör mal. Oh mein Gott, hab diesen Crunch gesehen. Meine Damen und Herren, willkommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, oder Jungs? Ey! Ey! Eigentlich müssen wir Bank drauf. Ey. Oh, ich hatte Spaß meines Lebens auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr nächste Woche noch eine Foto sehen wollt, dann gebt die Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao und Kakao.